Bei mir läuft's. Bei mir läuft Ich hoffentlich bin auch. stylisch. Richtig geil. Herzlich willkommen zurück bei Bringt's was? Wir haben heute wieder ein neues Produkt für euch dabei. Das heutige Produkt ist der Power Airfryer Multifunction von MediaShop. MediaShop. Und den wollen wir für euch heute genauer unter die Lupe nehmen. Der Media Shop präsentiert erstmals im TV den Power Airfryer Multifunction. Dieses 9-in-1 Küchenwunder ersetzt Fritteusen, Drehgrills, Ihren Backofen, den Dörrautomaten, die Mikrowelle und noch vieles mehr. Denn der Power Airfryer Multifunction ist die weltweit erste Kombination aus Heißluftfritteuse, Drehgrill und Dörrautomat. Der Power Airfryer ist eine Heißluftfritteuse, die aber noch viel, viel mehr kann. Also sie kann frittieren, dörren, drehgrillen. Braten, backen, gratinieren, toasten, erwärmen und sogar schmoren. Genau, also ihr merkt, es gibt ganz viele Variationen, was man da machen kann und viele Funktionen, die man machen kann. Ja. Wir werden heute auf jeden Fall mal das Hähnchen probieren mit dem Drehgrill und wir werden die Pommes probieren. Das Gute ist, wir brauchen wirklich gar kein Öl. Man kann zwar bei selbstgemachten Pommes noch ein bisschen einen Esslöffel Öl dazugeben. Wir machen zum Beispiel heute schon gefrorene Pommes. Da ist schon ein bisschen Öl vermengt. Da muss man keins dazugeben. Das heißt, es hat 80% weniger Fett und es ist kalorienarm. Ja. Ja. Im Lieferumfang ist dabei einmal eine kleine Trommel. Da werden wir heute die Pommes machen. Eine Vorrichtung, in der man Spieße befestigt. Schaschlikspieße oder Gemüsespieße. Es gibt auch mehrere Gitterbleche. Die kann man übereinander stapeln, das heißt, man kann auch mehrere Gerichte gleichzeitig machen. In der Deluxe-Version ist dabei ein etwas größerer Pommeskorb oder Frittierkorb. Einfach für große Mengen. Genau, für große Mengen. Wenn man viel Besuch hat und man schnell was machen will, kann man es hier drin machen. Auch mit dabei sind drei Rezeptbücher, einmal amerikanische Spezialitäten. Dann Grillköstlichkeiten sind auch noch dabei und getrocknete Köstlichkeiten. Da könnt ihr auch einfach reinschauen und die Rezepte einfach nachkochen. Wir haben die Pommes schon mal vorbereitet in dieser Trommel. Die Trommel ist gekennzeichnet einmal mit links und rechts und dementsprechend kommt sie dann auch in das Gerät rein. Wird hier einmal fest verankert. Perfekt. Zumachen. Wir nutzen das Touchpad. Nehmen einmal die Pommes, 3 Minuten extra drauf, weil er vorheizen muss. Das Licht machen wir auch an und die Rotation machen wir an. Und dann geht's auch schon los. Fertig! So! Ist das nicht heiß? Nö. Die Pommes wären dann schon mal fertig, die würden wir euch mal ganz kurz zeigen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal. Sind die heiß? Na, ja, komm, frisch aus der Fritteuse. Kommt gut, ne? Mhm. Geschmacklich auf jeden Fall schon mal anders wie aus einer normalen Fritteuse. Weil die schmecken halt jetzt nach Pommes und nicht irgendwie nach Fett. Fett. Aber will trotzdem gut. Kann das. Mhm. Gut. Ja, dann Pommes gemacht. Als nächstes machen wir ein Hähnchen. Ein Hähnchen. Hier haben wir schon mal den Gockel. Ja, den haben wir aufgespießt. Auf der dafür vorgesehenen Aufspießvorrichtung. Schauen wir doch mal. Sollen wir die Füße da festbinden? Der hängt so ein bisschen. Gehen wir doch mal da rein mit dem Gockel. Ja, aber der muss sich ja auch drehen, ne? Wenn der da so hängt wie ja, so ein trauriger Lappen. Ah, der hängt wie ein trauriger Lappen. Hängt der wie ein trauriger Lappen? Nein. Nein. Hähnchen wäre drin. Jetzt haben wir nochmal eine Aufnahme. Gleich. Das ist ein etwas großes Hähnchen. Die sagen auf der Verpackung, es soll auf jeden Fall eine Stunde drin bleiben. Das Gerät sagt allerdings eine halbe Stunde. Aber ich glaube, das sind halt für so kleine Hähnchen. Genau, also unser Hähnchen ist schon sehr groß. Deswegen lassen wir es auch ein bisschen länger drin. Bio-Hähnchen. Ja, so. Licht an, drehen. Gas geben und drehen. Ah, drehen ist automatisch an. Es dreht sich! Während das Hähnchen jetzt nochmal in dem Airfryer war, haben wir die Pommes abgeschmatzt. Oh, die waren... Ja, also muss ich schon echt sagen, die waren sehr lecker. Die Familienangehörigen, die hier auch noch heute versammelt waren, fanden auch die Pommes sehr, sehr lecker.
Jetzt werden wir auch nochmal das Hähnchen irgendwann abschmatzen. Also wir fanden den Airfryer wirklich richtig gut und er hält zu 100%, was er verspricht. Deshalb würde ich sagen, der wird ein Teil in unserer Küche und ich werde ihn ganz oft benutzen jetzt in Zukunft. Uns würde mal interessieren, welche Gerichte ihr am liebsten zubereitet im Airfryer. Am besten schreibt es in die Kommentare, weil es gibt ja echt einen Haufen Möglichkeiten bei dem Ding. Am Ende wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert uns, sagt es euren Freunden, dass wir wieder ein neues Video haben. Und sonst nur noch zu sagen, tschüss.